Der Mann, der hier an der Straßenecke telefoniert, ist der nicht jüngst verstorben? Nordkoreas Diktator Kim Jong-il vermeintlich. Irritationen bei Vorbeifahrenden. Keine Seltenheit für den Südkoreaner Kim Jong-sik. Denn der hauptberufliche Graveur ist nebenbei ein Kim Jong-il-Doppelgänger. Und der Tod des Originals hat auch ihn schwer mitgenommen. Ich fühle bittere Trauer, als wäre ich selbst gestorben. Seit 15 Jahren dubelt Kim seinen Namensvetter in Film und Fernsehen. Entstanden ist daraus offenbar eine innige Verbindung. Getroffen haben sich die beiden allerdings nie. Er war für mich wie ein Bruder. Hochrangige Südkoreaner haben ihn in Nordkorea besucht. Ich hätte ihn gern hier in Südkorea getroffen. Der 61-jährige Jong-sik ist auch noch Sänger. Sein Traum wäre es gewesen, für Kim Jong-il zu singen, aber die Gelegenheit gab es nie. Nur einmal kam er in der Urlauberregion Kumgang mit Nordkoreanern in Kontakt. Als sie hörten, dass ich der Doppelgänger von Kim Jong-il bin, waren sie voller Bewunderung. Wir feierten zusammen, sie luden mich ein zu Bier und Schnaps. Nun werden andere Doppelgänger ihre Chance suchen für den Nachfolger des geliebten Führers. Und Kim Jong-sik verliert nicht nur einen Bruder im Geiste, sondern auch einen lukrativen Nebenjob.